Wie frech er einfach die Kisten die ganze Zeit aufmacht, um zu gucken, ob er irgendein Item mitnehmen kann. Monkeys, was geht ab, Freunde? Willkommen zurück auf dem legendären Monkeys2-Kanal, wo es um geile Reactions geht, wo wir analysieren werden, wo wir gemeinsam uns unterschiedliche Videos angucken, um zu sehen, wer unter anderem hier am Dominieren ist, wer hat hier welchen geheimen Bunker und. Das werden wir alles erfahren, denn ich habe schon mitbekommen, es gibt einige neue Bunker, die wir uns angucken müssen im Video. Leute, die sich ausloggen während eines Kampfes, was eigentlich ein Banngrund ist, Freunde, das muss ich mir genauer beobachten und wer weiß, vielleicht wird die Person dann wirklich gebannt. Und einige haben noch ein paar Fragen zu dem 5% Item gehabt und ich würde mal sagen, wir starten direkt damit rein, aber bevor wir das machen, lasst auf jeden Fall einen saftigen, fetten Like da, aktiviert die Glocke, um hier nicht zu verpassen. Wir sind auf diesem Kanal auf dem Weg zu den 100.000. Freut mich, dass die Reaktion hier, allgemein die ganzen Videos, die ich hier auf diesem Zweitkanal uploade, so übertrieben gut bei euch ankommen, aber auch auf dem Hauptkanal kommen die Videos bei euch gut an, Freunde. Deshalb Kuss geht raus, 2722 Likes schon. Ja, ich habe mein Video auch selber geliked, ihre Bruderbasis. Da würde ich mal sagen, Freunde, wir gehen hier direkt rein. Freunde, wir müssen... Und ich erkläre euch mal ganz kurz was zu den 5% Items, ja? Aber ich glaube, das Intro wird schon einiges erklären, falls ihr das Intro auf dem Hauptkanal noch nicht gesehen habt. Mal reden. Diese Brille, die ist nichts wert. Aber wisst ihr, was aktuell wertvoll ist? Und zwar ein Spielerkopf von einem YouTuber auf der YouTuber-Insel. Und zwar werdet ihr in diesem Video heute erfahren, was es mit den Spielerköpfen von YouTubern auf sich hat. Und zwar besteht eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass man einen Spielerkopf erhält. Du weißt nicht wie? Viele wissen das nicht. Viele andere YouTuber wissen das auch nicht. Aber das werdet ihr gleich erfahren, Freunde. Das werde ich jetzt erklären. Und zwar, Freunde, wenn du jemanden besiegen solltest, wenn du in der Lage sein solltest, jemanden zu besiegen, dann hast du die Möglichkeit, mit einer 5%igen Wahrscheinlichkeit den Kopf von dem Spieler zu bekommen. 5%, das ist wenig, Freunde. Das heißt, du musst so oft jemanden überhaupt besiegen, dass du diesen Kopf bekommst. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind quasi mit unserem Dreizack-Team, die Dreizack-Brüder, haben wir den ersten Kopf erhalten. Check dir das. Stani, was hast du da gerade in deiner Hand? Bro, du weißt, was ich hier in der Hand habe, Junge. Bro. Den Kopf von Amir, den habe ich gefunden. Den Kopf von Amir, Freunde. Stani hat ihn legitim bekommen, indem er die Kiste aufgemacht hat. Wo Alphastein ihn zum ersten Mal, wo Amir besiegt wurde, hat Alphastein wahrscheinlich gar nicht den Kopf von Amir rausgenommen gehabt. Und Stani hat dann zufällig den Kopf gesehen und hat das rausgenommen. Er wusste wahrscheinlich gar nicht, wie selten dieses Item ist. Und deshalb haben wir jetzt bei uns in der Crew mit den Dreizack-Brüdern dieses Item. Und wenn du schaffen solltest, alle Köpfe von allen 10 Spielern auf der YouTuber-Insel zu bekommen, dann wird was Krasses passieren, Freunde. Deshalb, ich glaube, dieser Grund wird automatisch dazu führen, dass es unter anderem noch mehr Kämpfe geben wird. Leute, es wird geisteskrank spannend. Ich würde mal sagen, die Idee ist geisteskrank. Schreibt mal offen und ehrlich eure Meinung unten in die Kommentare. Habe ich was Geiles mit den Admins zusammen überlegt? Ich glaube schon, oder? Seid mal ehrlich, diese Idee ist Brain. Ich habe einfach überlegt, so was kann man machen, damit das noch geiler wird. Und da kam diese Idee und ich dachte mir, oh mein Gott, überleg mal, ein Spieler schafft es wirklich alle Köpfe zusammen, dann ist Ende im Gelände. Und... ja, Freunde, wer weiß, was dann passiert wird. Es wird auf jeden Fall schmackotastisch. Ich würde auch gerne wissen, was Blackjack dann am Ende noch gemacht hat, als ich in die Höhle gegangen bin. Weil er war ja irgendwann nicht mehr am Start. Ist er da schon vor mir disconnected? Ich glaube schon. Aber hat er noch gut weitergebaut? Wo wir Truhen und so reintun können und Betten und so. Okay, verstehe, verstehe. Und dann werde ich die Tiere weiter nach unten versetzen, damit man die nicht hört. Okay. Ja, das ist schon mal ein Pluspunkt. Und ich sagte ehrlich, vielleicht sollten wir auch nochmal die Chance nutzen und die Hühner doch verstecken. Das müssen wir gucken, Leute, damit die Hühner halt von keinen anderen Personen entdeckt werden. Und ich glaube, er hat... ah, okay, er hat das Video eigentlich ja vor mir logischerweise beendet. Ich werde jetzt nochmal zweite aufnehmen, also die letzte halbe Stunde werde die... er hat die Base, Grundbase anfangen zu bauen. Ah, und dann, okay. Leute, würde ich sagen, lass uns... das kommt dann morgen wahrscheinlich bei ihm. Wir sehen uns bis dahin. Ey, Blackjack, mach's gut, mein Freund. Wir gehen rüber, Freunde. Wie man sehen kann, alle Tabs sind offen. Man muss auch sagen, Props an alle YouTuber. Heute haben alle von der YouTuber-Insel ein Video uploadet. Ich würde mal gerne bei Rustik reingehen. Und ich kann euch schon direkt sagen, ich habe da reingeguckt gehabt. Rustik hat angefangen, seine eigene Farm zu bauen. Auch eine kleine Untergrundbase mit unterschiedlichen Items. Rustik ist auch gut am Start, was die Items angeht. Einige Dias, viel Gold, Leute. Und macht sich gerade seine Food-Farm. Also Rustik-Pupsik auch geil am Start hier, Leute. Wichtig und richtig. Ja, ja. Okay, noch eine Melone. Busse kann auch gefährlich werden, sobald er sich mit Alphastein zusammentun kann oder wird. Und ich kann mir vorstellen, dass Alphastein Rustik wieder wie damals im Alpha-Clan haben möchte. Das ist meine Theorie. Mal gucken, ob das wahr wird. Hier Melonen hin und hier nochmal Wasser. Das ist gut. Das brauchen wir, Leute. Das ist gut. Dann haben wir komplett erstmal uns um Essen gekümmert. Darauf erstmal einen Schluck. Genug zum Essen, Freunde. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Ding ist, die gehen alle so auf Getreide, Gemüse. Und Leute, wir sind, glaube ich, die einzige Crew mit Fleisch, mit Hühnern, mit Kuhfleisch. Ich glaube, es gibt keinen anderen, der gerade Kuhfleisch hat, ja? Gut, dass ich meine Kühe noch... ich habe nicht mal meine Kühe Blackjack oder Stani gezeigt. Das würde ich auch liebend gern erstmal geheim halten. Aber die Hühnerfarm, die wissen auf jeden Fall Stani und Blackjack Bescheid. Ich werde euch auf jeden Fall im Auge behalten, ne? Das war auch interessant bei Stani. Und zwar
zwar die Krümelkrieger, ja. Flausch und Max sind zustande gekommen und haben erstmal so ein bisschen rumgepöbelt im Sinne von, ey, warum baut ihr neben uns? Warum habt ihr diese zwei Berge da eingenommen? So. Würde ich auch. Bro, ich bin doch Netherite Guard. Heck. Ah, ach so, deswegen. Bro, du warst doch mal bei mir gewesen, Junge. Was redest du? Ja, das stimmt. Aber jetzt bin ich bei den Krümelkriegern. Bei was? Die Krümelkrieger. Die Krümelkrieger. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Organisation? Ich bin Krümelkrieger. Ihr beide. Des rosa Bios. Ja. Oh, Flausch ist ein bisschen zu laut ja, bei ihm. Ja, wir sind ja Nachbarn. Das ist doch super. Ja, das Ding ist, wir wollten hier so eine Burg hier bauen, auf, hier um das rosa Biom rum, um die Kirschblütenbäume oder wie die Dinger heißen. Was baust du denn hier? Ja, das also da drüben den Berg habe ich eingenommen. Glaube ich, das nicht erzählen mit dem Dreizack. Hier eingenommen, du kannst doch nicht einfach einen Berg einnehmen. Natürlich, ich habe hier gebaut, hier ist mein Haus. Aber hier steht nirgendwo dein Name. Ja, aber das ist doch ein Haus, schon direkt. Das ist ein Erdhaufen hier. ein Steinhaufen. Ja, Bro, ich hab noch nicht so viel Zeit gehabt, das hier zu bauen. Ich bin gerade auf Essenssuche gewesen. Aber hier, ihr könnt reinkommen. Kommt mit rein in mein Haus. Warte mal ganz kurz, Flauschi, komm mal kurz. Ja. Da geht's schon los. Hä, Leute, was wollen die denn jetzt? Interessant, ja, Leute. Das kann auch natürlich, weil wenn Stan jetzt angegriffen wird und irgendwie dieser Platz von uns, wo wir eigentlich unsere Dreizecke im Stream noch aufbauen wollen zusammen, wenn jetzt dieser Platz eingenommen werden sollte von denen, dann gibt's Ärger, Leute. Dann muss ich Flauschi und Max auch angreifen. In diesem Video wird's wieder richtig. Und Leute, falls ihr das noch nicht wusstet, Candy hat hier angefangen, seine eigene Base zu bauen. Das ist auch interessant, dass die erste Stadt sind jetzt. Alle entrindet dann. Und da war ich ja auch schon, hab mir die Stadt angeguckt. Ist so ein kleines Dörfchen, muss man sagen. Also, wer dort leben möchte, wenn irgendein YouTuber da hingehen will, kann er das natürlich machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den OGs irgendwas von ihm da kauft. Leute, die werden doch selber ihre eigenen Sachen kaufen. Bauen. Der erste Zombie. Warum ist das so dunkel bei ihm? Oh, 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 oh. Creeper, aufpassen. Leute. Auf jeden Fall erste coole Stadt hier am Start von Candy. Yo, YouTube, was geht ab? Aber wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der YouTuber-Ecke. Haben wir auch hier wieder am Start, Leute. Gestern hat er leider kein Video abgeloadet. Was geht? Nur gefarmt. Ah, das ist die Episode, wo Amir zu mir gekommen ist. Okay, da bin ich echt gespannt, was er davor noch gemacht hat. Warte, mal gucken. Weil ich glaube, ich habe mitbekommen gehabt, er ist zu Max gegangen. Genau, er hat mit Max versucht, irgendwie Bündnis zu schließen. Ja, ich sag dir ehrlich, mein Schwert, mein Dia-Schwert habe ich Candy abgezogen. Max hat einfach Candy sein Dia abgezogen. Ein Tierschwert, aber das wissen wir. Als er da in die Falle reingerannt ist. Also, selbst habe ich noch keinen einzigen Dia gefunden. Jetzt ist beruhigt, ich habe auch noch keinen Dia gefunden. Aber ich war, glaube ich, nur ein einziges Mal für 5 Minuten in der Höhle. Ah ja. Jetzt noch Dias zu finden, wird immer schwieriger und schwieriger, Leute. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 15% und dass du überhaupt jetzt eine Möglichkeit hast, Dias zu finden, wird ganz, ganz eklig. Du musst wirklich Glück haben, eine Höhle zu finden, wo noch niemand anderes war. Und ich glaube, so eine Höhle habe ich aktuell gefunden. Ich habe die Folge, die morgen auf meinem Hauptkanal kommt, noch nicht aufgenommen. Das mache ich wahrscheinlich nach dem Video. Die anderen, die haben ja schon alles abgecrased. Ich habe eine riesen Höhle gefunden. Da war alles schon weggelootet, Digga. Ja, ich habe zum Glück... Dann ist er nochmal zur Rüstung gegangen und hat so ein bisschen darüber geredet. Mit wem hast du dich so... Mit wem er verbündet ist. Der Letzte, mit dem ich unterwegs war, war Stani. Und mit Alphastein? Den haben wir versucht zu jagen erstmal. Du bist gegen Alphastein? Ja, so, wir haben gesehen... Das ist natürlich für Amir richtig gut zu wissen, weil er ist ja natürlich davon ausgegangen, dass Russik und Alphastein ein Team wieder bilden, wie damals mit dem Alpha-Clan. Russik war ja der erste Verbündete, der richtige Verbündete, der auch relativ lange auch geblieben ist. Und dass Amir das so gehört hat, das hat ihn natürlich erstmal verwundert. Aber Leute, man muss ja auch sagen, Alphastein und Amir sind gerade richtig eklig miteinander zu sprechen, weil Amir war der zweite auf der YouTuber-Insel, der angegriffen und gekillt worden ist, dementsprechend von Alphastein. Deshalb verstehe ich, dass Amir natürlich alles versuchen wird, um sich zu rächen. Auch ein paar Informationen. Und dann hat er mich gefunden, Leute, und wollte auch natürlich von mir Informationen. Ohne nicht, ich bin gerade noch am Absuchen nach Leuten. Ich habe auch Russik heute getroffen, ich habe Max heute getroffen. Weil mich hat interessiert, Alphastein, der geht ja gerade wirklich Rampage. Also er greift ja irgendwie alles und jeden an. Die Frage ist halt nur, schafft er das alleine? Und ich will warte, halt... Warte, ich muss dich kurz unterbrechen, komm mal mit. Ich war gerade voll abgelenkt mit den ganzen Items und Tieren, die hier rumgerannt sind. Ein Ozelot. Oh. Ja. Oh. Siehst du das? Genau, also auf jeden Fall habe ich mit Amir auch keine Geheimnisse so. Ich habe ihm alles erzählt, was er wissen wollte. Crimex! Hallo, Bro! Lass Flauschis Sachen in Ruhe. Die Stelle, hierzu kommen wir gleich, Leute. Das wird gleich mega, mega interessant. Dazu werde ich auch einiges sagen.
Aber bei Floshy ging es halt darum, Leute, dass sie sich jetzt mit Max offiziell verbündet hat, also die Krümelkrieger. Lukas hat gestern kein Video abgeloadet. Eine Folge von der YouTuber-Insel, Freunde, und ihr seht schon im Hintergrund, der Server ist einfach leer, null Leute. Und genau das brauchen wir auch, denn in der heutigen Folge werden wir mal unseren geheimen neuen Bunker bauen. Zu verkaufen für einen Steinblock. Leute, hier musste ich so übertrieben lachen, guckt euch das mal an. Für einen Steinblock. Ja, Lukas hat halt noch die neue Stadt von Kenny nicht gesehen gehabt, er geht da rein. Und jetzt. Wem gehört denn das? Candy. Achso, nee, gleich, wenn er zu dieser Tafel da geht. Ah, Freunde, es gehört einfach Candy. Okay, Kuss geht raus, Freunde. Candy klauen wir natürlich gar nichts. Ohne Witz, Candy bin ich echt noch ein bisschen dankbar. Der hat mir ganz am Anfang Wassermelonen so gegeben. Bitte nicht zerstören. Drei Zacken. Freunde, wer hat das gesehen, dass ich das geändert hatte im Video bei mir? Oh mein Gott, Leute, jetzt guck mal, was er sagt. Brüder. Wer bauen will, Candy fragen? Nicht kämpfen, nicht klauen, freundlich sein, anderen helfen. Einwohner. Candy und Flauschi. Drei Zacken, Brüder. Candy und Flauschi. Sind Brüder. Ja, Mann, Brüder. Flauschi und Candy. Er weiß nicht, dass ich das geschrieben habe. Und, Junge. Geil. Bro, ich bin einen Tag nicht da. Was ist hier passiert? Was? Und das Krasse ist, Leute, Lukas hat schon eine richtig geile XP-Farm, relativ im Early Game. Der Sweater-Bunker, den mache ich wirklich, weil ihr wisst es selber, Alphastein jagt mich gerade. Sue und Blackjack haben auch ein Problem, weil ganz am Anfang, vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Szene hier, Freunde. Ach, er hat sogar eingeblendet. Okay, Leute. Er weiß, dass wir auch gerade nicht so gut mit ihm zu sprechen sind. Geil! Ja gut, das war halt von Blackjack und deswegen sind die jetzt irgendwie auch angepisst auf mich. Obwohl, Bro, ich dachte, es wäre Alphastein gewesen, sonst hätte ich es doch nicht geklaut. Obwohl, keine Ahnung, Junge, da stand kein Name dran und egal was. Na aber und? Egal, ich hätte es nicht klauen dürfen, ich verstehe es ja auch irgendwo. Richtig. Aber irgendwie wollen die mich jetzt auch mal zur Rede stellen. Richtig. Plus, Max hat auch gesehen, dass wir den verfolgt haben. Richtig. Deswegen, ja, Freunde, ich glaube, aktuell ist das Schlauste, was wir jetzt machen, dass wir uns einfach so einen kleinen Bunker bauen, wo echt niemand weiß, wo der ist. Richtig. Außer Amir. Amir habe ich sogar schon gesagt, wo das Ganze ist, dass er hier auch ein paar Level farmen kann. So, was er nicht. Also, er baut seinen Bunker weiter aus, platziert natürlich Getreide und für Essen, Leute. Also Lukas auch richtig gut am Start, auch mit seinen Diamantensachen und wird dann höchstwahrscheinlich in den nächsten Folgen irgendwann den Fokus auf Verzauberung mit seinem Zaubertisch, den er noch nicht hat, aber wahrscheinlich dann machen wird, legen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu dem Grund, warum eigentlich der Titel aktuell mit dem Thumbnail vorhanden ist. Und zwar Alphastein. Und Max plus Flauschi, die haben nämlich einen Kampf gehabt, Leute. Wir werden Alphastein Base kriegen! Max war ja auch bei Stani, hat noch natürlich ein paar Ressourcen gefarmt, hat schon zwei Goldäpfel, wie man sehen kann, also auch gut am Farm. Leute, willkommen zu der nächsten Folge von der... Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsbösewicht, Alfie. YouTuber-Insel! Ey, was ist da unten passiert? Was soll jetzt? Es wurde abgebaut! Und ihr wisst, das ist voll lange gebaut! Ey, Mann, das hat fast die ganze Folge gedauert, Leute, das war richtige Verschwendung. Jetzt habe ich eh noch keine Lava, ich kann es nicht fertigstellen. Och, Mann, Leute, das wird Rache geben. Wer war das? Bestimmt Kenny, oder? Rache? Leute, das werde ich auf jeden Fall klären. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal zu meiner OP-Base, Leute. Ich muss kurz einige Sachen klären und ein paar Items wegbringen. Oh, let's go, das ist wieder Geheimbase. Was war das für ein Übergang? Einfach direkt, okay, zack, in seiner Geheimbase. Ich werde deine geheime Base finden, Bro. Let's go, Leute, wir haben erstmal richtig viel neues Essen. Viel Melonen, viel Getreide, viele Beeren. Wir müssen unser Feld wieder erweitern, wenn ich Erde dabei habe. Ich habe keine Erde. Das Feld muss ja auf jeden Fall noch viel größer werden, Leute. Das ist doch viel zu klein. Oh, was kommt für YouTuber online? Und wegen Kenny, das werden wir auch noch klären, Leute. Das ging echt zu weit, Mann. Ich wollte extra jetzt mein erstes Haus bauen und dann macht das schon sofort kaputt, bevor es steht. Das wird richtig eklig. Aber Candy wurde ja angegriffen, das haben wir auch alle mitbekommen, Freunde. Das wird echt interessant. Nochmal die ganze YouTuber-Insel, alle, die gerade am Start sind, wirklich, das macht so Bock. Dann bitte gegen und das Ding ist, Leute, Alphastein hatte hier bei den Regeln Alpha City gemacht und ich war der Letzte, der quasi das nochmal geändert hatte. Ich habe Alpha City nochmal zu Dreizackbrüder gemacht. Mal gucken, wann das wieder geändert wird. Gezahlt, Leute. Ihr Schutzgeld. Hoffe, dass ich auf sie aufpasse. Oh, hallo, Flauschi. Hallo. Was geht? Du hast ein echt schönes Haus, Flauschi. Ist echt cool. Danke schön. Wie geht's dir so? Mir geht's wunderbar, Flauschi. Wie geht's dir, ist die Frage. Mir geht's super. Was machst du beim Haus? Geh mal raus da. Warum, Flauschi? Ich kann dir noch besuchen. Geh mal raus hier, was soll's? Wenn dann nimmt diese Musik. Ich hab gehört, du willst in Candy Town ziehen, Flauschi. Du musst dir das überlegen. Das ist nicht sicher. ja. Wie frech er einfach die Kisten die ganze Zeit aufmacht, um zu gucken, ob er irgendein Item mitnehmen kann. Alphastein. Zu lustig, dieser Junge. Hey, Crimex! Du war. Hallo, Bro! Lass Flauschis Sachen in Ruhe. Was, wer gerade hier vor dir steht? Ja, Alphastein.
Mit einer fast vollen Diamantrüstung. Und was hast du an, Crimex? Guck mal, ich hab sogar Gold. Was hast du an? Ich hab auch Gold. Lack, was hast du an? Geh weg mit deiner Rüstung aus Eisen. Du droppst mir jetzt ein Goldapfel, Crimex. Ey! Du gibst mir ein Goldapfel sofort. Hat jemand gerade von denen gerülpst? Hä, Flauschi hat gerade gerülpst. Du gibst mir ein... Flauschi hat gerade gerülpst. Du gibst mir ein Goldapfel. Hört ihr das? Du droppst mir jetzt ein Goldapfel, Crimex. Ey! Du gibst mir ein Goldapfel. Habt ihr gehört? Sie hat gerülpst. Ich werde dir kein Gold abgeben. Schuld. Flosch, ich habe übrigens 3 sticky Pisten von dir geklaut. Ja, gib sie wieder. Flosch, hat Alphastein einfach angerülpst. Ich lass dich in Ruhe. Einfach in sein Ohr rein. Ich brauch das für meine Projekte. Hör, Max, was willst du? Max macht gut Damage mit seiner Diamant-Spitzhacke, wollte ich sagen, mit seinem Schwert. Geh aus meinem Haus raus. Max, was haust du mich? Das kannst du nicht gefallen lassen, Mann. Wo ist mein Schutzgeld? Wir sind die Krümelkrieger, Junge. Was erzählst du denn, Max? Du warst früher krasser, du warst der nächste Rekord. Und jetzt Krümelkrieger? Ey, die Krümelkrieger sind voll krass. Die sind gar nichts. Wo ist mein Buch? Ich suche. Die sind gar nichts. Verrate ich dir nicht. Ich hab die bestimmt irgendwo unterm Haus. Hey, hör auf, mein Haus abzubauen. Was soll das? Nein, 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 nein. Was macht er? Das ist die Stelle. Hey! Oh mein Gott, Max hat ihn fast hops genommen. Max und Flauschi haben fast Alphastein besiegt. Dann wär's es gewesen mit seinen ganzen Diamantsachen. Er lockt sich einfach aus. Er lockt sich einfach aus. Er lockt sich einfach mitten im Kampf aus. Freunde, ihr wisst, das ist eigentlich... Ich sag euch ehrlich, offen und ehrliche Meinung in die Kommentare, ja? Denkt ihr, ist das ein Bankgrund für euch? Das Ding ist, weil aber Flauschi und Max zum Glück kein Problem damit hatten, weil die wussten, okay, er wird sich eh wieder gleich einloggen, wird da auch nichts passieren, Freunde. Von daher, also alles top, macht euch da gar keinen Kopf. Zum Glück, ich freue mich auch, dass da nichts passiert ist, weil sonst wäre das ein bisschen lame. Leute, meine Internetverbindung! Vielleicht war seine Internetverbindung ja wirklich weg. War nicht gut. Glaub, wir haben ein Problem, Leute. Ich muss, glaube ich, schnell einen Goldapfel essen. Ja, das war schlau. Er hat jetzt überlegt, was er schnell machen kann. Zack, Goldapfel, bam. Und jetzt baut er sich straight runter. Aber wurde er dann noch geholt? Ich glaube nicht. Alfie wurde auch dann nicht angeschrieben von Max und Flauschi. Also die haben sich nicht beschwert, von daher alles gut. Was haben wir denn hier, Leute? Er findet einfach die geheime Base von Max. Die kommen hinterher. Nein, Leute, ich muss dein Goldapfel verschwenden. Oh, Mann, ey. Ja, ich glaube, ich hab Wasser rein. Immerhin ein Goldapfel weniger. Strong. Für uns, falls wir ihn fighten sollten. Ja. Was hat was hier wieder? Hab ich einen. Was ist mein Baum gehört? Ja, Leute, Alfie ist dann entkommen. Ja, dann kann ich die wirklich endlich richtig krass angreifen gehen. Komm schon, ist hier irgendwo Zuckerrohr, bitte, bitte. Er braucht Zuckerrohr, Leute, damit er in der Lage ist, einen Zaubertisch zu bauen. Ich glaube, das ist nicht YouTuber. Das heißt, wenn wir vor ihm Zuckerrohr bekommen sollten, das wäre schon wichtig. Aber das Zuckerrohr. Freunde, deshalb würde ich mal sagen, es wird weiterhin mega, mega spannend. Lasst auf jeden Fall einen fetten, saftigen Like da. Alfie, du kriegst natürlich hier wieder einen saftigen Like von mir. Lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, Freunde, um hier nichts zu verpassen. Und wir sehen uns morgen dann beim Hauptkanal-Video. Ich freue mich schon, ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht aufgenommen, ich werde es gleich aufnehmen gehen. Und drückt mir die Daumen, dass ich richtig viele Diamanten finde. Wir sehen uns. Haut rein. Peace.